Hallo Freunde, wir haben heute mal endlich wieder einen tollen Tag, nachdem es bei uns gefühlt 100 Jahre geregnet hat und kalt war. Heute ist Sonne, also haben wir uns gedacht, wir nutzen heute mal den schönen Abend, um mal unseren Feierkorb, ja, ihr lest richtig, das heißt Feierkorb, weil man so schön feiern kann damit, wieder aufzubauen. Und ihr seht jetzt hier so die einzelnen Teile. Diesen Feierkorb gibt es in zwei verschiedenen Größen. Einmal 36 x 36 x 55 cm und einmal 40 x 40 x 75. Wir haben natürlich gleich wieder den großen Korb genommen, wenn schon denn richtig. Wir haben immer viel zu verbrennen. Und das ist ein einfaches Stecksystem und made in Germany. Finde ich immer cool, dass das aus Deutschland kommt und nicht nur aus Deutschland, sondern sogar aus Bayern. Aus Niederbayern. Da hat sich jetzt eine Firma darauf spezialisiert, solche Teile zu machen aus richtig Stahl und nicht aus dünnem Blech. Also wir haben den, wenn man den da irgendwo stehen hat, den Korb, kriegt man den nicht mehr bewegt. Also sucht euch vorher eine Stelle aus, wo er stehen bleiben kann. Aber man kann ja jederzeit auseinanderbauen wegen dem tollen Stecksystem hier. Man kann auch dieses Logo, was ich da jetzt drin habe, ich habe jetzt einfach dieses Logo genommen von der Firma, so wie das Standard ist, zum Grillen und Feiern. Ihr könnt natürlich euren Namen da ein rauslesern lassen. Ihr könnt da Namen und Datum, ihr könnt da ein Vereinslogo oder ihr könnt zur Hochzeit da das Datum reinmachen mit den Namen. Also theoretisch alles, was ihr wollt, solange wie das nicht Lizenzprodukte sind, also Lizenzsachen. Wir bauen uns den jetzt erstmal wieder zusammen und machen uns ein schönes Feuerchen. Ja, ist eigentlich relativ einfach gemacht. Man sieht, Schnuten, Zähne ineinander stecken. Und es sollte eigentlich passen, wirklich. Ja, geht. Mit ein bisschen Gewalt. Passt, wackelt unter dir. Perfekt. Ja. Aber um die Dreh zu machen, würde ich das so machen. Ich brauche natürlich 20 Hände. Ne? Das geht aber einfach. Ja, das ist ein einfaches Stecksystem, damit man es einfach zusammenkriegt und wieder auseinander, wenn man es rausnehmen will oder wegstellen will im Winter. Alles durchdacht. So, also ich habe jetzt mal die Rückwand oder den Fußboden zuerst reingesteckt. Das geht natürlich wesentlich besser im Liegen. Und ja, nach der Montage hat man ja hier schön zwei Griffe. Und da kann man das auch wirklich halten, weil nämlich die anderen zwei würde ich die wieder komplett auseinanderziehen, das Stecksystem. Aber so war das jetzt relativ einfach zu montieren. Sieht das edel aus. Ja, und dann machen wir so ein Feuerchen. So Leute, wir sind jetzt dabei. Wir haben endlich unser Feuerchen an. Ist schon mal schön, dass es langsam in Gange geht. Wir machen uns heute wirklich einen schönen Abend. Elzchen, du wolltest doch nicht mit aufs Bild. Musst du dich immer wieder ins Bild schleichen, ja? Schaut doch mal, wie cool das aussieht, wenn hier die Flammen so rauskommen und unten diese ausgelaserten Zeichen, also hier sind ja Flamme und so ein Grillbesteck halt, wenn das schön leuchtet. Ich finde es cool, also wir haben einen schönen Abend. Sieht jedenfalls ganz, ganz edel aus, ey. Das geht ab, das Feuer, wa? Schön, wenn man so sitzen kann, ins Feuer gucken, oder? Oh, ganz herrlich. Mit diesen Aussparungen, das sieht richtig cool aus. Und cool, dass es nochmal so ein schönes Wetter geworden ist. Ja. Wir haben uns jetzt schnell noch Grillzeug rausgeholt, also Fleisch und Würstchen, und haben uns gedacht, die Grillplatte, da gibt es eine Grillplatte zu, die legen wir jetzt einfach drauf, die muss dann eingebrannt werden.
Können wir erstmal so auf das Feuer noch drauf machen und wenn sie eingebrannt ist, dann wird sie einfach mit Öl eingepinselt und dann kann man grillen. Also müsste eigentlich noch reichen dann die Hitze. So, und dann gibt es für die Mitte noch so ein extra Teil, damit da wirklich nichts mehr reinfallen kann. Das kann man jetzt da so draufsetzen, aber Leute, besorgt euch solche Grillhandschuhe, so eine, habe ich irgendwo im Video gesehen, jetzt gibt es so eine, genau, so eine richtigen feuerfesten Asbesthandschuhe, weil das ist wirklich heiß. Und die Platte solltet ihr, wenn die jetzt erstmal da drauf liegt, nicht mehr anfassen. Das ist echt heiß. Nein, Finger weg. Ja, lass den doch, der ist doch mutig. Jetzt brennen wir die erstmal ein, die Platte, die Grillplatte. Und dann können wir was essen, können wir grillen. Nee, erstmal draufpacken. Erst also ich wette mit ihm, er traut sich nicht, die Handfläche hochzubringen. Die Platte hier oben ist jetzt eingebrannt. Jetzt wird es einfach mit Öl bestrichen, haben wir draufgekippt und einfach drauf machen. Und jetzt machen wir unser Grill gut drauf. Ich bin immer gespannt. Das ist extra die Nupsis, damit die Wurst vom Grill fällt, habe ich mir so überlegt. Hast du dir jetzt überlegt, ja. Aber ob das dafür ist, steht in den Sternen. Doch, das ist, damit nicht runterfällt. Kann nicht runterfallen. Dafür gibt es ja auf der Platte auch Ritzen, wo man hochlegen kann. Aber es brutzelt, es ist richtig heiß geworden. Wie es sein soll. Wir kriegen gleich lecker Essen. Ja. Jetzt kommt erstmal meins. Geht nicht raus. Seit wann hast du hier was auszusuchen? Ja, wirst du erstmal mal zuerst. Du meinst, weil du am Grill stehst, ja? Ja. Aber wir essen zuerst. Nein. Du kriegst dein erst, wenn alles fertig ist. Da bist du, glaube ich, im Irrtum. Du kriegst hier so ein bisschen Mais, habe ich rausgesucht. Für die Vegetarier, was ja keiner möchte. Der Mann am Grill hat den längeren Arm. Ja. Und der dann Popcorn möchte, ist ja auch ganz richtig. Na. Und durch das Öl, das ist wirklich, es klebt sich fest, was ich eigentlich befürchtet hatte. Wirklich wunderschön. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ja. Du bist jetzt sprachlos, ja. Sollten wir das später hinterher auch auf die Grillen machen? Ja. Leute, sieht das nicht lecker aus und ihr kennt das Spiel wie immer. Wir haben jetzt keine Zeit mehr für euch. Wir müssen uns jetzt beeilen. Wir wollen lecker essen und ja, wir lassen es noch ein bisschen garen, aber gleich dürfen wir essen. Kann sie einmal abwarten, nee. So, ihr Lieben, einen Tag später. Das Teil ist jetzt abgekühlt natürlich. Wir haben oben die Platte sauber gemacht, nochmal eingeölt. So kann es jetzt stehen bleiben. Die Platte kann man oben runternehmen. Man kann es wieder auseinanderbauen und wegstellen, flach eben wegstellen. Nimmt dann nicht viel Platz weg. Wir lassen es erstmal noch stehen, weil wir vielleicht noch ein paar Mal vorher machen werden. Auf alle Fälle Halloween nochmal. Denke ich auf jeden Fall, dass wir das dann vorne an die Tür mitstellen. Und ist ein cooles Teil, um damit zu grillen. Wenn man jetzt grillen will, sollte man darauf achten, gleich den Boden, siehst du meine Hand? Mm-mm. Gleich den Boden ein bisschen, also wir haben es ja unten reingemacht und den Boden ein bisschen höher zu machen, einzusetzen, damit dann die Glut, also das Feuer, also die Glut ist es ja nachher bloß noch ein bisschen höher ist. Und aber es geht rucki zucki zu grillen, unser Fleisch war drauf, zack, fertig. Und zart. Zart, weil das nicht so lange brutzeln musste da drauf. Also wir finden es edel und werden jetzt da natürlich sicher öfter drauf grillen, öfter mal als auf dem Grill. Und schaut euch das einfach mal an, ob das was für euch wäre. Ich verlinke euch die Seite, wo ihr das alles finden könnt. Da findet ihr die verschiedenen Körbe, die es gibt und natürlich auch die Preise und alles dazu. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach und wir stellen euch die tollsten Sachen vor, die wir so finden. Versuchen es jedenfalls. Wir versuchen es jedenfalls.